Hallo, Andreas hier. Heute auch wieder Reaktion, auch auf viele E-Mails, die ich bekomme über die ganzen Kanäle, Facebook und so weiter. Das ist das Thema Autoregulativ. Autoregulativ. Höre auf deinen Körper, der mit dir spricht. Ob das jetzt Krankheit ist oder ob das Trainingsintensität anbetrifft. Wenn man es erlernt, so ein gewisses Biofeedback vom Körper auszulesen, dann hat es natürlich einen riesen Vorteil, weil man natürlich dann immer individuell auf den Organismus leistungstechnisch reagieren kann. Beispiel: Ich habe einen Trainingsplan. Ich führe einen Trainingslog und im Trainingslog steht drin, letzte Woche Montag habe ich Bankdrücken, HFT, Pit Force, was auch immer, mit 95 Kilo gemacht. So, heute komme ich ins Studio, wärme mich auf und stelle fest, mein Gott, ich bin am Piep. Was mache ich? Ich kann natürlich versuchen, mit den 95 Kilo Gewichtsbelastung meinen Satz zu machen. Wenn alles gut läuft, schaffe ich das auch, aber in der Regel mit einer bescheideren Technik, weil ich leer bin, mein zentrales Nervensystem, mein vegetatives Nervensystem ist im Arsch, auch was auch immer. Ich werde es mit Sicherheit schaffen. Warum geht man da nicht her und reagiert auf dieses Thema? Biofeedback vom Körper sagt zu mir, mein Freund, du bist müde, mein Freund, du bist leer, mein Freund, du bist heute nicht bei der Sache, du bist hier braintechnisch nicht auf dem Punkt. Warum gehst du nicht her und nimmst ein etwas kleineres Gewicht und versuchst dafür natürlich auch die Technik extrem gut einzuhalten? Ist ja auch eine Möglichkeit. Deswegen wird das Training natürlich auch besonders wertvoll bleiben, wenn man nämlich auf seinen Körper reagiert. Eine Möglichkeit. Das andere ist natürlich klar, wie zum Beispiel im HFT-Training. Da sage ich, okay, heute habe ich nicht den Power-Tag, wo ich maximal Gewichte trainieren kann. Also autoregulativ nehme ich kleinere Gewichte. Ich nehme kleinere Gewichte, mache die gleichen Übungen, achte aber darauf zum Beispiel, dass ich den Bewegungsablauf im konzentrischen Bereich explosiv kontrolliert ausführe. Schon wieder habe ich trotz verringerter Kraftleistung die Möglichkeit, einen neuen Reiz aufzubauen, beziehungsweise einen anderen Reiz an den anderen Trainingstagen. Schon wieder kann ich dieses Training als gut bewerten und habe somit ein positives Erlebnis, und das ist gut so. Das war's, Andreas, bis bald.